das Ganze nochmal von vorne. Wollte ich gerade anfangen zu vloggen, mit einem strahlenden Gesicht geht die Batterie direkt mal leer. Also ich bin auf Bali angekommen. Ja, hier ist es jetzt, also nach australischer Zeit ist es 1.16 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät es hier ist, aber ich bin schon wieder am Schwitzen wie Hulle, weil die Luftfeuchtigkeit hier so krass ist. Aber es fühlt sich wieder asiatisch an. Es ist total cool. Und ja, ansonsten, was ihr halt so gar nicht mitbekommen habt, ist so der ganze Abschied von der Farm. Gestern war ich noch eine Nacht im Wickham, wieder in Perth. Was total seltsam war, weil ihr wisst ja jetzt, Abschiede liegen mir nicht so. Und dann halt von meiner australischen Familie mich verabschieden. Und das, ich weiß auch nicht, das ist alles so, so scheiße. Und ich hasse das. Ja, aber ansonsten die Nacht ja gut, einigermaßen gut überstanden, nachdem Nico sich dann auch verabschiedet hat, war für mich dann eh vorbei. Bin ich nur noch pennen gegangen, das war's dann. Und heute halt schon mal wieder Musik rausgesucht für die nächsten Vlogs, da die Zeit genutzt. Ansonsten halt nochmal Thomas getroffen, den ihr von den Calvary-Videos noch kennt. Ja, der auch im Roadtrip ist, und ansonsten bin ich dann zum Airport gefahren und habe auf den Flug gewartet. Und hier das Erste, der Taxifahrer fährt einfach mal auf die gegenüberliegende Spur, einfach mal stumpf, egal ob dem was entgegenkommt oder nicht. Meinte aber, nö, hier gibt's Regeln und so schwer zu fahren ist das gar nicht. Ja, ich leih mir hier auf jeden Fall kein Auto, das weiß ich schon mal ganz sicher. Ja, aber ich hätte gedacht, ich bin hier richtig down, vielleicht kommt das auch gleich nochmal. Aber momentan ist so die Vorfreude einfach da, wieder Neues zu sehen, so ein bisschen asiatisch wieder zu entdecken. Und hier, wo ich drin bin, das Zimmer, das ist eigentlich eine, wie nennt man das, balinesische Bungalow. Aber es ist, also es ist mega neu. Ich habe gedacht, es ist also Bambus erstellt und keine Ahnung. Ist es aber gar nicht. Und ja, es ist eigentlich auch gar nicht, was heißt, es ist gar nicht schlecht. Also ich habe für 2 Nächte 59 Euro bezahlt, das mit 8.1 bewertet bei Booking.com. Und ja, also das Bett sieht mega gemütlich aus. Doppelbett. So, obwohl ich mich gestern im Hostelbett schon wohl gefühlt habe, aber nicht im Hostel. Weil es ist halt komisch, wenn man wiederkommt. So, ich war immer mal wieder da für 2 Wochen. Dann hat man sich an die Leute gewöhnt. Man muss sich wieder verabschieden. Was ein Scheiß. Aber du lernst halt immer wieder neue Leute kennen, ne? Und du bleibst halt mit einigen Kontakt. Und komischerweise, wie jetzt auch heute Thomas gesehen habe, du triffst sie halt irgendwie immer mal wieder. ja. Ansonsten werde ich einfach die Teile mit dran schneiden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis dann.